Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir zwei Anmerkungen unter der Überschrift mit zweierlei Maß. Erste Anmerkung. Das Menschenrecht auf Pressefreiheit, auf freie Berichterstattung oder auf Medienfreiheit, erstmals geregelt in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 und dann Bestandteil aller völkerrechtlich relevanten Dokumente, ist ein zentrales Recht für die Demokratie, für die Meinungsbildung und insbesondere für die Kontrolle der Macht, der Kontrolle der Mächtigen. Und wir wissen aus der Berichterstattung, das ist jetzt auch vielfach schon benannt worden, dass der deutsche Journalist Billy Six im November vergangenen Jahres in Venezuela bei seiner Arbeit verhaftet worden ist und seitdem im Gefängnis sitzt. Nun hat Billy Six nicht unbedingt in den Printmedien publiziert, die ich bevorzuge. Also er hat nicht in der Jungen Welt geschrieben oder hat in MND geschrieben. Nein, er hat vielmehr geschrieben für rechtskonservative Publikationsorgane wie die Junge Freiheit oder das Deutschlandmagazin. Und die politische Haltung, die dahinter steht, die mag man teilen oder mag sie nicht teilen. Ich teile sie nicht. Aber das hindert uns nicht daran und darf uns nicht daran hindern, den Vorfall der Verhaftung als das zu benennen, was es ist, ein Verstoß gegen das Menschenrecht auf Pressefreiheit. Denn die Pressefreiheit schützt nicht nur die uns politisch angenehmen Journalisten. Sie schützt alle Medienleute. Nur die Grenze ist nur gezogen, wenn sie während ihrer Arbeit gegen die Würde anderer Menschen verstoßen. Das ist aber hier nicht auszumachen. Insofern ist hier zweierlei Maß, verbietet sich hier zweierlei Maß in der Reaktion. Ich will da bloß erinnern an Rosa Luxemburgs Ausspruch, die vor 100 Jahren ermordet worden ist, von Rechten ermordet worden ist, dass Freiheit immer die Freiheit der Andersdenkenden ist. Und die Freiheit des Wortes ist eben unteilbar. Ist unteilbar, was auch für andere Menschenrechte gilt. Für die Menschenrechte, es zeigt sich erst, der Wert der Menschenrechte zeigt sich erst, wenn sie garantiert werden, wenn sie eingeklagt werden für Minderheiten, für Flüchtlinge, für Asylbewerber, für Homosexuelle, für Straftäter. Insofern ist diese Bundesregierung verpflichtet, wie in vergleichbaren anderen Fällen, alles zu tun für die Freilassung von Billy Six und für die Garantie eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Da sind wir uns, glaube ich, hier in dem Hohen Haus einig. Zweite Anmerkung zu der Überschrift mit zweierlei Maß. Also, es verwundert mich schon, ist die Kritik natürlich an Sie, dass die AfD-Fraktion sich hier zum Gralshüter der Pressefreiheit erhebt. Also, das finde ich schon in gewisser Weise grotesk, wenn seitdem Sie die politische Bühne betreten haben, ist Ihr Verhältnis zur Pressefreiheit gezeichnet durch Einschüchterungsversuche der Presse und durch die Unterdrückung unliebsamer Berichterstattung. Dafür will ich ein paar Beispiele nennen. Da gibt es eine Fülle von Beispielen. Warum musst du googeln? Da können Sie gar nicht zählen, wie viele Beispiele aufgeführt werden. Aber 4, 5 Beispiele sollen hier genügen. Erstens, Anfang dieses Jahres kursiert die Meldung, dass die AfD in Sachsen eine schwarze Liste von unliebsamen Journalisten führt. In Reaktion auf die Vorkommnisse in Chemnitz, weil die Berichterstattung Ihnen nicht gefallen hat, hat Ihre Fraktion in Hessen auf Facebook publiziert, gepostet, dass die Journalisten sich bedenken sollten, dass Revolution in erster Linie durch die Besetzung von Verlagshäusern und Funkhäusern durchgeführt wird. Ja, das werde ich Ihnen schon sagen, was das mit Billy Six zu tun hat. Das ist eine offene Gewaltandrohung oder die vielfachen Versuche, die kritische Öffentlichkeit auf ihren Landesparteitagen auszuschließen. Oder hier in Brandenburg auf der Demo von Zukunft Heimat in Cottbus vor einem Jahr, wo auch Sie dazu beigetragen haben, also Ihre Abgeordnete Frau Bessin, durch Beiträge eine angeheizte Stimmung zu provozieren, aus der heraus dann von Demonstrationsteilnehmern tätliche Übergriffe stattgefunden haben auf Journalisten. Insbesondere wurde eine Hetzkampagne dort in Kraft gesetzt gegen den RBB. Und natürlich haben Sie danach gesagt, das stimmt nicht und wir haben damit nichts zu tun, aber das Bild von Biedermann und Brandstifter trifft auch hierzu. Und letztes Beispiel, vor einigen Wochen oder sogar Monaten, haben Sie ja dem Bildreporter verboten, während Ihrer Pressekonferenz Fragen zu stellen. Nun kann man ja von Herrn Sauerbier halten, was man will. Und ich spreche da aus leidvoller Erfahrung von 9 Jahren politischer Tätigkeit. Man kann seine Fragen ja in vielfacher Hinsicht, seine Fragen tun ja in vielfacher Hinsicht weh. Aber wenn man ihm das Rederecht oder das Fragerecht verbietet, dann ist das ein offener Angriff gegen die Pressefreiheit und es zurückzuweisen. Applaus
Und weil Ihr Verhältnis zur Presse gespalten ist, weil Ihr Verhältnis zur Presse sozusagen verlogen ist, deswegen können wir Ihrem Antrag nicht zustimmen. Dankeschön.